Ja, herzlich willkommen zu dem Vortrag über Fake News und Social Bots im Bundestagswahlkampf 2017. Es geht also um Falschmeldungen und um Meinungsroboter und ob es die denn wirklich gibt. Kurz zu mir, ich bin Markus Reuter, arbeite seit ungefähr anderthalb Jahren bei Netzpolitik.org als Redakteur und habe dann auch die Themen Social Bots und Fake News gemacht, war dann zweimal im Bundestag als Experte, als Sachverständiger geladen. Das ganze Thema hängt sehr mit dieser Person zusammen, denn im US-Wahlkampf waren Falschmeldungen und Meinungsroboter im größeren Stil aufgetaucht und es löste dann hier im Dezember, im Januar auch einen Hype und eine breite Debatte aus, wie man denn diese Phänomene bekämpfen könne. Über was reden wir eigentlich und was für Phänomene sind es, die hier aufgetaucht sind und ist das alles wirklich so gefährlich und wird die Bundestagswahl jetzt beeinflusst davon? Das Problem ist, wir haben fast keine wissenschaftlichen Studien, die uns irgendwas über die Quantitäten von Bots und Fake News und über ihre Wirkungen sagen. Also wir wissen eigentlich gar nichts wissenschaftlich. Es braucht also erstmal Empirie und zwar ziemlich viel. Ich werde im Folgenden erstmal so ein bisschen die Begriffe erklären und was man damit machen kann eigentlich und was das heißt. Und dann anhand von Beispielen zeigen, um was es geht. Und dann gucke ich mal, was da im Bundestagswahlkampf eigentlich so aufgetreten ist und ob das Ausmaß wirklich gefährlich ist für die Demokratie. Social Bots versteht man im politischen Kontext Meinungsroboter und die sind eigentlich keine klassischen Roboter, sondern kleine Programme, die automatisierte Social Media Accounts nutzen, um Dinge zu veröffentlichen. Generell gibt es in sozialen Netzwerken natürlich auch nützliche und gutartige Bots. Die können zum Beispiel sowas sein wie automatisierter Twitter-Account, der immer, wenn ein neuer Artikel auf Netzpolitik kommt, twittert er das halt raus, ne? Und ist aber auch gekennzeichnet und sagt, ich bin hier automatisiert. Und da prüft halt der Bot alle paar Minuten, ob der Artikel da ist und nimmt dann automatisch Überschrift und den Link zum Artikel. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch schädliche Bots. Und dabei werden Fake-Profile auf Twitter, Facebook, Instagram oder was auch immer erstellt oder gekauft. Die Sachen, da gibt es richtige Supermärkte für, also richtige Läden, kann man sich irgendwie verschiedene Qualitätsstufen besorgen mit Bio, mit Profilbild, mit Tweets, ohne Tweets, abgelagert, schon 3 Jahre alt etc. Je nachdem, wie geil diese Bots eigentlich sind, also wie angereichert mit Informationen, desto teurer wird es. Also in der billigen Klasse kann man schon für einen Fuffi sich 1000 Stück holen. Das sind aber dann halt diese typischen Eierkopf-Accounts, die auch irgendwie halt mit einem schlechten Namen, mit vielen Zahlen und so auch gleich auffallen. So, jetzt habe ich diese 1000 Bots mir irgendwo in Russland gekauft oder wo auch immer. Also die kann ich überall kaufen, die Russen lassen wir da raus. Und dann kann ich die automatisieren, ne? Zum Beispiel so, dass sie dann bestimmte Beiträge oder Seiten auf Facebook liken. Grundsätzlich geht es halt immer darum, Relevanz zu simulieren. Also eine andere Variante von Automatisierung wäre zum Beispiel das Weiterverbreiten bestimmter Themen über Twitter, also durch Retweeten oder Liken eine künstliche Relevanz zuweisen, die nach außen signalisiert, hey, seht mal her, wie viele Menschen dies und das gut finden. Ein Beispiel dafür war, was ihr vielleicht auch kennt, war bei dem Fernsehduell im US-Wahlkampf, wo eben beide Kandidaten sozusagen digitale Klaköre einsetzten und Trump mehr als Clinton das getan hatte. Und so trendete dann am Schluss der Hashtag Trump won, also Trump hat gewonnen bei Twitter. Und dann gehen unvorsichtige Journalisten hin und sagen, ja, auf Twitter, die Leute, das Internet sagt, Trump hat gewonnen. Und da ist nämlich der große Fehler, die Relevanzzuweisung einerseits über die Bots und dann die weitere Relevanzzuweisung über Berichterstattung, die genau das aufnimmt. Das Gleiche ist natürlich auch bei allen, das Video der CDU auf YouTube hat schon 100.000 Klicks. Wer weiß schon, ob die Klicks nicht gekauft sind oder nicht. Also ich denke, da wäre gleich ein Appell an Journalismus mit Zahlen im Internet, ob das Follower, Likes etc. sind, einfach vorsichtig umzugehen. Also um eben nicht diesen künstlich erzeugten Hype weiter zu verbreiten. Wie sieht es jetzt in Deutschland aus? Haben wir hier Bots im Wahlkampf? Werden die ja auch von Parteien eingesetzt? Und dazu muss man sagen, nach allem, was wir bisher untersucht hatten, also auch mit Michael zusammen,
haben wir keine relevante Anzahl von Meinungsrobotern im Bundestagswahlkampf oder auch bei den Parteien gefunden. Da gibt es so Einzelne, die dann irgendwie automatisiert was machen. Und man sieht Automatisierung ganz gut, wenn man das so ein bisschen genauer sich anschaut. Dann sieht man, okay, die CDU Sachsen, die hauen immer zur vollen halben Stunde ihre Tweets raus. Aber das ist halt einfach irgend so ein Hootsuite-Ding, wo sie dann ihr Twitter automatisieren. Also das ist jetzt nicht das, was man unter Meinungsroboter versteht, sondern es ist halt so Office-Management in Sachsen. Es haben in Deutschland alle Parteien gesagt, wir setzen das nicht ein. Sehr ausführlich habe ich mir das mit Michael Kreil und dem Tagesspiegel zusammen, haben wir die AfD analysiert und haben dann sehr viele Accounts aus dem Umfeld der Partei analysiert. Wir haben dann so Scheinriesen gefunden, Ballerina, 300.000 Follower, alle nur 6% mit deutscher Sprache. Also solche Accounts, die so signalisieren, hier, das wäre eigentlich der größte rechtsradikale Account. Am Ende ist es halt irgendwie so ein sich zusammengeschusterte Follower, die man hat. Und das andere, was wir gefunden hatten, war, das ist jetzt Stand April, aber ich glaube nicht, dass sich das groß geändert hat, war, dass wir ein sehr gut organisiertes Netzwerk von anonymen Unterstützern gefunden haben, die auf Parteilinie Werbung machen und dabei immer diesen AfD-Kompakt, das ist ein offizieller Account und dann gibt es eben die anderen AfD-Support oder Mund aufmachen etc. Das ist eine Gruppe, die untereinander kommuniziert, die gleichen Leute blocken, die gleichen Leute retweeten, die eben sehr viel Stimmung machen. Das ist sowas wie ein manuelles Botnetz von Unterstützern, die alle nicht mit echtem Namen auftreten. Wir haben den auch kontaktiert und geguckt, was die so sagen. Und die sagen, das ist doch ganz normal. Wir haben halt, sind nicht so gut aufgestellt auf Twitter, deswegen müssen wir sowas machen. Also die AfD hat ja schon verstanden, wie man mit so einem informellen oder inoffiziellen Unterstützernetzwerk, was, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht was Falsches sage. Und mit der Partei eng zusammenarbeitet. Oder auf jeden Fall haben wir dafür Anhaltspunkte gefunden, dass es eine enge Zusammenarbeit gibt. Ja, Bots sind es noch lange nicht. Dann ist jetzt vorgestern eine Untersuchung der Datenabteilung vom Bayerischen Rundfunk aufgetaucht. Da ging es darum, oh, die ganzen Parteien haben Fake-Follower. Also das Ergebnis war, 25-40% aller Parteifollower auf Twitter sind fake, haben irgendwie nie einen Tweet abgesetzt, haben keine Biografie, haben kein Bild, haben irgendwie einen Haufen Zahlen in ihren Accountnamen drin. Ich persönlich halte es für wenig zielführend, auf Fake-Follower abzustellen. Was bringt es einer Partei, wenn sie viele Fake-Follower hat? Also außer jemand berichtet, die CDU hat am meisten Follower. Es bringt ihr eigentlich nichts. Also für eine Relevanzzuweisung und so Manipulation, würde ich sagen, ist es eigentlich eher kann man damit nicht viel gewinnen. Dazu kommt, dass irgendwie jeder kann einer Partei Fake-Follower kaufen. Also ich kann jetzt ins Netz gehen und der CDU 1000 Follower machen oder der AfD oder wem auch immer. Also ich kann jetzt auch nicht die Partei da beschuldigen, sagen, guck mal, ihr arbeitet mit Fake-Followern. Also finde ich nicht sonderlich zielführend, da drauf abzustellen, weil jeder hat Fake-Follower. Wir können alle unsere Accounts untersuchen. Und ja, insgesamt lässt sich sagen, es gibt keine größere Anzahl von Bots, die in den Bundestagswahlkampf eingreifen, bislang. Ich glaube auch nicht, dass es noch passiert. Und aufgrund der breiten Debatte und Sensibilisierung wird der Einsatz auch eigentlich relativ schnell auffallen. Denn meistens sind die Retweet-Zahlen von so Accounts im Parteienbereich irgendwie sehr bescheiden. Und wenn auf einmal jemand nicht mehr nur 20 Retweets hat, sondern irgendwie 2000, dann fällt das da irgendwie auf. Und wenn man dann reinschaut, wer hat denn da geretweetet und da kommen die ganzen Accounts mit den vielen Zahlen, kann man das recht schnell auch erkennen. Also ich denke, das wird keinen größeren Einfluss mehr nehmen. Was ist jetzt mit Fake News? Der Begriff geistert auch seit dem US-Wahlkampf durch die Debatte und er ist sehr unbestimmt und er ist ist ein Kampfbegriff geworden, also den Trump und seine Anhänger eigentlich nutzen, um gegen kritische Presse zu hetzen oder Stimmung zu machen. Und damit ist die amerikanische Version des Begriffes eigentlich irgendwie, also Fake News ist so das Äquivalent Lügenpresse. Ich will mich natürlich nicht in dem Begriff eher in einer anderen Richtung her nähern, im Sinne von Falschmeldung.
Und da gibt es einige verschiedene Typen, also da gibt es auch Mischformen natürlich. In Grün habe ich jetzt mal irgendwie reingemacht, was irgendwie ganz normal und okay ist. Es gibt halt schlechte Recherche und journalistische Fehler und dann kann ich den halt zugeben und sagen, okay, habe ich einen Fehler gemacht, dann ist es okay. Dann gibt es Satire und Parodie, also was ich der Postillon, wenn der halt eine Falschmeldung macht, ist halt Satire. Dann gibt es Kommunikationsguerilla, wenn das Peng-Kollektiv halt irgendwie eine Webseite fälscht. Das ist auch was anderes, das ist Kunst, da geht es um Aufklärung danach, ich zeige danach und will die Leute natürlich nicht manipulieren, sondern aufgeklärter dastehen lassen. Das ist also, das sind so Formen, die sind schon immer da. Dann gibt es sowas wie stark parteiische Meldungen, Weglassungen, Übertreibungen oder also so dann Falschmeldungen aus finanziellem Interesse und eben die ganz klassische Propaganda, politische Beeinflussung, Falschmeldungen. Genau, ich werde jetzt noch ein paar Beispiele zeigen aus diesen Bereichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel stark parteiische Meldungen, das hier ist die ehemalige Karte, das ist jetzt nicht mehr, wird nicht mehr weiter betrieben, XY Einzelfall, das war eine Online-Karte, die, in der vermutlich AfD-nahe Personen Straftaten von Ausländern gesammelt haben. Und zur Untermauerung der Seriosität verwendete die Seite nur Meldungen der Polizei. Ne? Die Polizei ist ja immer seriös. Und diese Presse- und Fahndungsmeldungen werden dann durchforstet nach Wörtern wie südländisches Aussehen oder dunkler Teint oder und solche Beschreibungen werden dann genutzt, um ausländische Straftaten zu konstruieren. Aber alles natürlich seriös mit den Meldungen der Polizei. Wenn man das dann sich genauer anschaut, fällt dann aber auf, dass die Kriterien vollkommen unseriös sind. Also erstens kann sich halt hinter südländischem Aussehen auch ein dunkelhaariger Schwarzwälder verbergen, der gerade aus dem Mallorca-Urlaub braungebrannt kommt. Und zweitens steckt halt hinter der Polizeimeldung meistens auch keine gerichtliche Verurteilung, bei der zweifelsfrei irgendwie eine Nationalität oder ein Migrationshintergrund festgestellt worden wäre. Und drittens hat die Seite einfach Holländer, Spanier und Briten oder so ausgenommen, weil das sind ja nicht die Feindbild-Ausländer, die man so braucht, sondern halt sich dann auf Osteuropäer oder vermeintliche Muslime auf der Karte konzentriert. Wenn sich das Auswahlkriterium halt nach dem Feindbild richtet, dann wird es halt auch recht schnell unseriös. Die Karte, finde ich, oder das Beispiel zeigt ganz schön, wie man halt mit seriös erscheinenden Quellen die Realität zu seinen Gunsten verzerren kann. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Das ist eine Mischform aus zwei Kategorien. Der Betreiber der Facebook-Seite schiebt Politikern falsche Zitate in den Mund und der Link führt dann auf eine Webseite, wo es rechtsradikale T-Shirts zu kaufen gibt. Das ist so eine Fake News Funnel to Shop, keine Ahnung, wie das heißt, aber und wenn man da dann weiterklickt auf seiner Seite, kommt man auf Artikel von Mainstream-Medien, die allerdings die verwendeten Zitate gar nicht enthalten. Ne? Also so, ich leite mal um mit falschen Zitaten. Ähnliche Taktik nutzte die zum Burda-Verlag gehörende Huffington Post. Mittlerweile haben sie sich entschuldigt dafür und machen es nie wieder und so. Indem sie Artikel auf Facebook so ankündigte, dass sie rassistische Ressentiments bedienten, also so rassistischer Clickbait. Und so für eine rechte Zielgruppe viel ungelesen dann geteilt wurden. Die Artikel selbst waren dann gar nicht rassistisch. Also kann man auch machen. Interessant war auch diese Firma, die macht schrille und parteiische hat Webseiten, mal für Republikaner, aber auch für Demokraten und surft mit so einem Empörungsmarketing so hart an der Grenze zur Falschmeldung hin und her. Aber die hat einfach für religiöse Fundamentalisten eine Seite, für Demokraten, die machen einfach Kohle damit. So, ne? Einfach so aufgepimpte Nachrichten, mit denen man irgendwie Geld machen kann. Kann auch ein Motiv sein, war auch bei den mazedonischen Studenten, die im US-Wahlkampf Webseiten gemacht haben, die mit spektakulären Falschmeldungen aufgefallen sind. Und da war es auch nur das einzige Ziel, eben möglichst viele Menschen auf seine Seiten zu bekommen, Werbegelder zu kassieren. Ja. Fake News werden problematisch, wenn Institutionen, die Vertrauen genießen, Fake News verbreiten. Es gab hier die Räumung der besetzten Friedelstraße. Und da twitterte die Polizei, dass die Besetzer einen Türknauf unter Strom gesetzt hätten. Und die Meldung wird dann, ist ja die Polizei auf Twitter, sofort übernommen. Türknauf, sofort sind die Demonstranten oder die Besetzer irgendwie spielen mit den Menschenleben und es entsteht ein Eindruck von Gewalttätigkeit und Inkaufnahme von schweren Verletzungen. Und so wird öffentliche Meinung in Echtzeit eigentlich beeinflusst, indem ich das während die Proteste laufen twittere und dabei. Das ist schon auch eine Stimmungsmache. Am nächsten Tag rudert die Polizei dann zurück und eine parlamentarische Anfrage stellt klar, dass es nie Strom am Türknauf gab. Sowas kommt öfter vor bei Behördenkommunikation, gerade
letztens links unten in die Media wurde verboten. Dann gab es eine Razzia in 5 Objekten. Ne? In 5 Objekten, davon 3 Objekte mit mutmaßlichen Betreibern. Dann noch ein linkes Kulturzentrum in Freiburg. Und in der Kommunikation haben das Innenministerium und das LKA Stuttgart zumindest den Eindruck erweckt, als seien diese Gegenstände bei den mutmaßlichen Betreibern gefunden worden. Und dann hat die DPA das übernommen und dann, zack, Schlagzeile, Waffen bei linksextremistischen Betreibern gefunden. Ist halt schon ein Unterschied, ob ich irgendwie eine Spraydose bei mutmaßlichen Betreibern gefunden oder Handschuhe oder sowas oder halt eben eine verbotene Waffe. Verboten ist übrigens nur die Steinschleuder mit dem Handschutz. Die anderen Sachen sind alles legale Gegenstände. Aber sowas, da ist auch Journalismus gefragt, eben auch Behördenmeldungen, immer nachzufragen, wo kommt es denn her? Es ist eine einfache Nachfrage, was wurde denn wo gefunden? Das beantworten die dann natürlich noch nicht. Also sagen, nee, das sagen wir jetzt nicht, aber es wurde da und da gefunden. Aber da eben, bevor ich sage, hey, die haben Waffen, muss ich erst mal gucken, haben sie denn überhaupt Waffen? Ich glaube, die am meisten verbreitete Fake News in Deutschland ist, oder Falschmeldungstyp, ist diese rassistische Falschmeldung, die gegen Ausländer und Flüchtlinge hetzt. Ich würde sagen, das sind meistens Einzelpersonen auf Facebook, die das irgendwie lancieren und es verbreitet sich dann in der richtigen Zielgruppe. Ich glaube, um die 500 solcher Meldungen hat die Webseite Hoaxmap in den letzten Jahren gesammelt und auch widerlegt. Das ist halt so ein Typ, der wirklich, das ist so der Fake News Typ, der deutsche Fake News Typ. Was gibt es jetzt für Arten von Fehlinformationen, bevor wir uns jetzt den Fake News im parlamentarischen Raum und den Parteien anschauen? Es gibt eben ganz, ganz unterschiedliche Typen, die man, also von betrügerischen Inhalten über Satire und so weiter, falsche Zusammenhänge, Weglassungen. Also ich kann das in ganz unterschiedlicher Form spielen und das ist jetzt auch keine ganz neue Sache, Fake News. Ne? Also wenn wir uns alle an den Irakkrieg erinnern und ich habe irgendwelche schönen Fotos und Beweise mit diesen Fotos von irgendwelchen Lastwagen, die ich zusammen gefotoshoppt habe oder von oben, sage ich, hier sind die Massenvernichtungswaffen drin, am Ende stimmt es vielleicht gar nicht. Also ich glaube, dass die Falschmeldung, die politische, ist jetzt auch kein neues Phänomen und der Hype deswegen auch vielleicht nicht angebracht. Es wird sicherlich noch mal interessanter, wenn solche Sachen und Technologien, mit denen ich zum Beispiel Sprache sehr einfach gib einem Computer einen Text von 2 Minuten, lass Angela Merkel da einmal den Rechner, spiel da den Podcast von Frau Merkel ein und kann danach Frau Merkel sprechen lassen. Und dann wird es interessant, glaube ich, was dann passiert, wenn wir gar nicht mehr Bildern und Ton und so glauben können. Ich vermute, was dann passieren wird, ist, dass dann dass Glaubwürdigkeit von Medien und Einzelpersonen wieder wichtiger noch wird, dass Leute sagen, okay, diesem Medium vertraue ich, dieser Person vertraue ich, der erzählt keinen Scheiß, der war wirklich vor Ort und dass dann eben sowas wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Also das wird sicher noch spannend, wie das weitergeht. Was ist jetzt mit Fake News aus Parteien und Parlament? Mit was haben wir es da zu tun? Die CSU hatte ja ein hartes Durchgreifen gegen Fake News mit Kampagnencharakter gefordert. Die wollten dann Straftatbestand draus machen. Lustigerweise war es dann die Junge Union, die mit so einer Fake News mit Kampagnencharakter aufgefallen ist. Bei dieser Fake News über Schulz wird unten nicht klar, dass es sich bei dem unteren Twitter-Account gar nicht von Schulz ist, sondern Real Schulz heißt oder so. Ne? Schulz ging dann vor Gericht, die Junge Union muss in Zukunft die Verbreitung unterlassen. Weitaus häufiger fällt die AfD mit Fake News auf. So hat zum Beispiel, das hatte vorher Michael schon erzählt, diese vermeintliche Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Schweden. Und dann hat das Auswärtige Amt halt dementiert. Und dann haben wir uns angeschaut, wie die Fake News eigentlich wirkt und wo sie wirkt und wo sie dann dementiert wird. Und wer dann die Gegendarstellung eben auch twittert und dabei fällt auf, dass es eben kaum Überschneidungen gibt. Also die Fake News bleibt in der AfD-Filterblase hängen, aber das Dementi bleibt in der aufgeklärten Filterblase dann hängen. Ich glaube, nach allen Recherchen ist eine Erkenntnis auch, dass Fake News eben dort glaubhaft sind und verbreitet werden, wo man die Lüge auch gerne hören möchte und wo sie ins Weltbild passt. Das wäre eigentlich ein beruhigendes Zeichen, denn dann würde diese große Massenmanipulation einfach nicht funktionieren, weil das eh immer nur Leute sind, die das hören möchten. Das zeigt zum Beispiel auch die folgende Fake News ganz schön. Das ist ein
Da macht ein rechtsradikaler Account, twittert nach dem G20-Gipfel dieses Bild. Und die AfD teilt es dann auf Twitter. Das Problem ist, das Bild, auf dem Bild ist die Hamburger Junge Union-Vorsitzende zu sehen. Und es stammt aus einem Video der Politikerin und gar nicht von der Antifa. Und auf tagesschau.de, die haben dann bei der AfD mal nachgefragt und gefragt, warum habt ihr das denn getwittert? Und nachdem die Faktenlage eben geklärt ist. Und dann sagt eben der Sprecher der AfD, der Pressesprecher, es geht um die Message. Wenn die Message stimmt, ist uns eigentlich egal, woher das Ganze kommt oder wie es erstellt wurde. Dann ist es auch nicht so tragisch, dass es ein Fake ist. Ne? Also dann ist eben alles erlaubt, wenn es ins Bild passt. So, dann haben wir nochmal einen Fall mit Weglassung. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Beim Kirchentag kritisiert Margot Käßmann das Grundsatzprogramm der AfD und dann fällt der Satz, das ist eine neue rechte Definition von einheimisch gemäß dem sogenannten kleinen Arier-Paragraphen der Nationalsozialisten. Bio-Deutsch soll nämlich bedeuten, 2 deutsche Eltern, 4 deutsche Großeltern und da weiß man, woher der braune Wind dann wirklich weht. Am Abend gerät die Fake-Maschine der AfD in Gang und da ist das Zitat dann nur noch so, 2 deutsche Eltern, 4 deutsche Großeltern, da weiß man, woher der braune Wind weht. Der AfD-Bundestagskandidat Frank Pasemann, er ist auch sehr stark in diesem Unterstützernetzwerk zu sehen bei unserer Netzwerkanalyse, reißt das Zitat aus dem Zusammenhang und löst dann eine rechtsradikale Empörungswelle auf. Frau Petri haut das über ihren Facebook-Account raus, das wird dann weitergespielt. Dann kommt die unverbesserliche Erika Steinbach, die dann danach irgendwie Linksfaschismus dazu packt. Dann spielt das rechte Alternativmedium Achse des Guten das Thema. Dann nimmt Beatrix von Storch das Thema wieder bei Twitter auf. Und dann wird hier ist man auf einmal schon Nazi. Und am Ende werden dann etwa 3000 Twitter-Accounts mit knapp 10.000 Tweets einen Shitstorm gegen Frau Käßmann gefahren haben. Und die Top-Accounts, die haben so um die 30 bis 50 Tweets. Auffällig ist hier wieder mal und sehr aktiv und zentral das von uns entdeckte inoffizielle Unterstützernetzwerk der AfD. Noch ein Fall war die OSZE-Beobachter zur Wahl. Da suggerierte Frau Petri, dass die OSZE-Beobachter kommen, weil die AfD sich beschwert hätte über mögliche Wahlmanipulationen und Ungerechtigkeiten im Wahlkampf. Problem ist, oder Fakt ist, dass die Bundesregierung die OSZE eingeladen hat und solche Beobachtungen auch in demokratischen Mitgliedsländern Standard sind. Also, und dann hat Petri zudem dann noch zitiert den OSZE-Bericht in ihrem Facebook-Post falsch und legt der Organisation dann die Kritik der AfD, also die sind zu allen Parteien gegangen, die OSZE, und dann sagt Frau Petri, ja, aber die schreiben ja, das ist hier ungerecht. Dabei stammt das Zitat halt von ihr selbst. Aber sie tut so, als hätte die OSZE gesagt, das würde ungerecht zugehen. Das sind so die Hauptdinger, die so laufen. Also mehr und drastischeres habe ich eigentlich nicht gefunden. Zusammenfassend kann man sagen, also es gibt Fake News in Deutschland. Und sie kommen nicht aus Russland, vielleicht mal ein, zwei, sondern auch von Polizeien und Ministerien. Und zum allergrößten Teil sind Fake News aber ein Phänomen der politisch rechten und rechtsradikalen Strömungen. Der Einfluss auf die politische Willensbildung ist nicht erforscht. Und es ist ja eben sehr unklar, ob sich Leute außerhalb der Filterblasen, deren Meinung die Fake News eigentlich reproduzieren, sich von ihnen beeinflussen lassen. Also das ist vielleicht gar nicht so wirkungsvoll, sondern bestärkt immer nur die Wut quasi derjenigen, die eh schon überzeugt sind. Was können wir also dagegen tun? Ich glaube, ganz wichtig ist die Rolle von Journalisten, dass man bei der Berichterstattung eben ein bisschen vorsichtiger ist und nicht irgendwie diese Berichterstattung im Stil von Das sagt das Netz über Trending Topics, so und so lang trendete die AfD oder die CDU oder wer auch immer. Das ist alles irgendwie, da muss man sich hinterfragen. Online-Umfragen, immer gefährliches Pflaster. Da können irgendwie gut organisierte Interessensgruppen, kennen wir ja vielleicht selber auch, wenn es mal Abstimmungen gibt und dann sagt jemand, komm, lass mal alle da hingehen, können das beeinflussen. Manchmal kann man es auch technisch beeinflussen. Also das ist halt nichts wert, über Online-Umfragen irgendwie zu berichten oder so zu tun, als sei das irgendwie repräsentativ. Oder eben auch Zahlen wie Politiker XY hat so und so viel Follower oder so und so toll verbreitet. Da ist Abstand nötig, damit man nicht die Bots und falschen Likes und Freunden und Followern eben aufsitzt. Ja, und Nutzerinnen und Nutzer können Nachrichten mit einfachen Google-Suchen überprüfen. Und also ich glaube, das hilft ganz oft, wenn man einfach nur die Überschrift irgendwie
nochmal in die Suchmaschine packt und dann schaut, was dann rauskommt. Oder eben auch mal schaut, bevor ich irgendwas retweete, was für ein Account ich retweete. Ne? Mal gucken, was sind da. Also ich finde, man sieht halt auch irgendwie Bots ziemlich schnell an, dass sie Bots sind. Also das ist ja recht einfach zu erkennen, wenn die schlecht gemacht sind. Und soziale Netzwerke können sich natürlich auch stärker als bisher gegen Fake-Profile und Bots vorgehen und Optionen schaffen, damit man Falschmeldungen zum Beispiel markieren kann, die dann von Fact-Checkern überprüft werden oder gegebenenfalls eben als unseriös und umstritten gekennzeichnet werden. Hat schon jemand irgendwie von Facebook hat er dem angekündigt, dass sie das machen, schon jemand so eine Fake News in freier Wildbahn gesehen? Nee, machen sie nämlich immer noch nicht richtig, oder? Also die haben angekündigt seit Monaten schon, aber irgendwie passiert es noch nicht. Facebook will auf jeden Fall den Weg beschreiten, indem es dann bei den Nutzern bei umstrittenen Meldungen konträre Artikel unter mehr Artikel zum Thema anzeigt. Weil die haben nämlich gemerkt, wenn sie schreiben umstrittene Artikel, das hatten sie in Irland irgendwie gemacht, hat das dazu geführt, dass der ganze Mob quasi sagt, ja, Unterdrückung, Zensur und dann den Artikel besonders geteilt. Ne? Also deswegen war das nicht so gut, dann zu schreiben, es ist Lüge. Und was sollte der Gesetzgeber machen? Ich würde sagen, eher die Finger vom Thema lassen, sonst kommt da auch viel Schrott bei raus. Gerade wenn wir nicht wissen, wie groß ist dieses Phänomen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass bisherige Straftatbestände wie Verleumdung, Beleidigung, üble Nachrede ausreichen und dass man mit Unterlassungserklärungen vorgehen kann bei Falschmeldungen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es eigentlich Instrumente und das Phänomen ist nicht so groß, wie es erschien in der hysterischen Debatte. Und eben eine Regulierung kann sehr schnell dazu führen, dass freie Meinungsäußerung und damit ein Grundrecht beschnitten wird. Und wir sollten uns, glaube ich, von dem Begriff Fake News verabschieden, weil er einfach nur ein Kampfbegriff geworden ist. Ne? Also das ist der US-Lügenpressebegriff, aber ich sehe jetzt auch bei den ganzen rechtspopulistischen und rechten Accounts, dass es eben auch genutzt wird, dass Fake News einfach so kriegt so einen rechten Beigeschmack. Und die haben einfach das mit der Aneignung ganz gut verstanden. Ne? Man nimmt den Begriff, wendet ihn dann eigentlich. Und deswegen sollten wir uns vielleicht auch einfach dann Sachen benennen, wie sie eigentlich benannt werden sollten. Also eine Lüge ist halt eine Lüge und eine Falschmeldung ist eine Falschmeldung. Und ein Fehler ist ein Fehler und Hetze ist Hetze. Ja, und damit schließe ich auch schon. Danke. Wir hätten noch Zeit für zwei oder drei Fragen, wenn ihr sie schnell stellt, also 3 Minuten. Wer möchte, kann gerne hier vorne ans Mikrofon kommen. Keiner traut sich gerade. Da war jetzt super viel drin. Es war super spannend zuzuhören. Dankeschön, Markus. Ich glaube, was irgendwie so ein bisschen bleibt, ist einerseits so die Aussage, es sind gar nicht so sehr die ganzen automatisierten Teiler, sondern diese Kombination eben aus falschen Nachrichten oder manipulierten Nachrichten und den ganzen echten Menschen. Das wurde auch sehr schön mit eben diesem Thema rechte Echokammern beschrieben, dass es einfach einen anderen Sog und ganz oft auch einen anderen Mechanismus, andere Wirkungskraft hat, als also so der Selbsttest von einigen hier bekannten Journalisten und so, anders greift als in vielen linken Umgebungen. Ich weiß immer diese schreckliche Frage, wo setzt man an und dann endet man in so einer Medienpädagogik-Diskussion? Vielleicht hast du ja noch was anderes so als Hinweis. Na, ich finde gut, dass jetzt Medien angefangen haben, den Faktenfinder zu machen und diese Dinge zu thematisieren und das auch irgendwie zu zeigen, wie erkenne ich ein Fake und dann kann ich da eine Prüfung, dann sehe ich, okay, da ist die Schrift verändert worden und so. Ne? Also ich meine, das ist schon gut, da mehr zu schauen und mehr und Nachrichten zu prüfen, aber ich glaube, dass es die Leute, die das dann geteilt haben, die sowieso denken, dass jeder Ausländer böse und kriminell ist, das wird die eh nicht erreichen. Also ich glaube, ist die Echokammer zu stark, aber ist ja gut, wenn es nicht übergreift und deswegen halte ich das schon für wichtig, da eben auch irgendwie ranzugehen. Ich finde, diese hysterische Debatte, die ich ja total, also auch schlimm hysterisch fand, hat andererseits ja eben dazu geführt, dass alle sensibilisiert sind und das ist vielleicht auch ganz gut und ein schöner Nebeneffekt dann davon gewesen. Also ich, ja, ist aber alles echt nicht so schlimm. Das war auch schon mal schön zu hören. Bitte schön. Diese Grafiken, die ihr hier mehrfach gezeigt habt, auch Michael vorhin, wo ihr diese Twitter
wer folgt wem und wann und warum oder wer verbreitet das weiter. Dieses Tool, wie schnell ist denn das? Wie viel Zeit braucht ihr von dem Tweet, wo er sagt, wir gucken uns jetzt mal diesen Tweet an, bis diese Grafik da hinten rausfällt? Ist das Realtime genug, dass man das als Tool hinstellen kann, dass man sozusagen, wenn mal wieder so ein Ding durch die Presse läuft oder durch die Twitter-Bubble oder so, dass man einfach sagen kann, oh, lass mal gucken, wie sich durch die Gegend wälzt oder so, oder ist das sehr aufwendig? Also das ist je nachdem, also es war, weil wir ja nicht den direkten Schnittstellenzugriff haben, sondern über so ein Hilfskonstrukt, dass uns Leute ihren Account zur Verfügung stellen. Man darf nur eine Abfrage machen pro Account pro Minute und wir haben jetzt aber mittlerweile, weiß nicht, oder Michael hat irgendwie knapp 1000 oder 800 Accounts, das heißt, man kann 800 Abfragen stellen. Das hat schon länger gedauert, ne, wenn man so einen Account hat wie diese Ballerina mit ihren 300.000 Followern und dann alles durchzurechnen, welche Netzwerke noch dranhängen. Und ich glaube, mittlerweile hat aber Michael, glaube ich, ganz Twitter irgendwie durchgerechnet. Dann sind es aber Datenmengen, da kann man auch nicht mehr so auf den Knopf drücken und dann kommt das Netzwerk raus, sondern das dauert dann halt Tage lang. Aber wenn ich ein klares Datenset habe, wenn wir so Untersuchungen gemacht, zum Beispiel von alle, was ich, unsere verdächtigen inoffiziellen Accounts und dann geguckt, wer folgt denen eigentlich zuerst, wir haben so Analysen gemacht, so First-Follower-Analysen, weil wir davon ausgehen, dass zum Beispiel Leute, die Fake-Geschichten aufbauen, den Fehler machen, dass sie sich selber zuerst folgen und das hat dann auch dazu geführt, dass man auf einmal sieht, oh, das Netzwerk rückt zusammen und das ist dann, also das geht dann schon schneller, wenn man mit begrenzten Datensätzen arbeitet, aber so richtige Netzwerke durchrechnen von 290.000 Followern und dann nochmal deren Netzwerke und so, da ist man schon eine Zeit beschäftigt, aber da kann Michael mehr zu sagen. Ich frage deshalb, weil wir haben ja jetzt nur noch drei spannende Wochen vor uns. Und natürlich werdet ihr in der Lage sein, danach irgendwann zu sagen, ja, haha, das Ding 3 Tage vor der Wahl, das war eigentlich nur Fake und hier und dann dort. Aber wäre natürlich cool, dass ein bisschen zeitnäher, zumindest jetzt in den kommenden Wochen, ja, aber ich dass glaub, die Dinge ausgestellt werden. Also ich glaube, die meisten Sachen, das war das Interessante bei dieser AfD-Recherche, die meisten Vermutungen waren eigentlich so mit Auge und Anschauen und Denken, okay, das könnte sein. Und dann hat man irgendwie eine These und dann guckt man sich, rechnet es danach durch. Also ich glaube, was sehr hilft, ist, wenn irgendjemand auffällt, dass da irgendwas komisch läuft oder anders als sonst in der Kommunikation oder irgendwelche Dinge, dann einfach mal Bescheid sagen und dann kann man nämlich ganz schnell das irgendwie anschauen. Also das ist dann nicht so eine Sache, die dann Wochen dauert. Also ich glaube, da ist hilft mir klar, dass du das jetzt nicht für jeden Dummbatz-Tweet, der in den nächsten 3 Wochen rausgehauen wird von irgendwelchen Nazis oder möchte gerne Nazis, dass er das machen kann. Nee, aber ich, wenn so ein Ding mal auftaucht wieder, was so richtig auch vielleicht in die andere Presse, also außerhalb der Blase ja einschlägt, dass man dann vielleicht da relativ kurzfristig vielleicht eben vor der Wahl nochmal sagt, Moment mal. Also ich glaube, wichtig sind echt so, weil die meisten Sachen war Intuition und anschauen und merken, ey, das könnte das und das sein und dann kann man es belegen, ja, indem man mit Daten dann das alles ausrechnet. Also wenn ihr da irgendwas seht und Hinweise habt, ey, einfach her damit und gucken. Also wir haben die Maschine, Michael hat die Maschine, um das alles durchzurechnen. Und das macht dann sehr viel Spaß, wenn man sieht, okay, das funktioniert ja, das stimmt, dass die Annahme stimmt oder stimmt auch manchmal nicht, ne? Aber das fand ich das Spannende bei diesem datenjournalistischen Ansatz, dass man dann irgendwie endlich mal auch nochmal das alles durchrechnen kann, was man eigentlich so als Vermutung hat. Ja, danke. Dankeschön. Und wie immer, vielleicht ein guter Hinweis an dieser Stelle, wichtige Hinweise und Leaks und andere Sachen, die die Öffentlichkeit interessiert, nimmt die Netzpolitik-Redaktion immer gerne an. Und ansonsten ist nochmal sehr schön, einen Vortrag mit der Message Keep Calm and Carry On zu haben. Dankeschön, Markus. Nochmal einen Applaus für dich.